Ich bin der Gesch und ich bin der Obmann vom Chaos-Treff Salzburg. Und wir veranstalten heute diese Demo gegen ACTA. Und ich möchte euch alle mal herzlich begrüßen und danke, dass so viel gekommen sind. Der Chaos-Treff Salzburg ist ein Verein, der sich mit Themen vom Chaos Computer Club auseinandersetzt und auch regelmäßige Treffen ab heute. Also ihr könnt auf unserer Website vorbeischauen und euch informieren, wann wir uns wieder mal treffen, und seid auch herzlich eingeladen, einmal zu unseren Treffen zu kommen. Für die Demonstration möchte ich heute sagen, lass uns das friedlich, aber lautstark machen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir gut demonstrieren und vielleicht sogar was bewegen und unsere Ziele ein bisschen durchsetzen, und lass uns starten, oder? Was so schleichend eingeführt wird und unsere Möglichkeiten einengt. Wir brauchen Freiheit, keine ACTA.
Fuck Akta. Das ist einfach, keine Ahnung, die absolute Kontrolle und das wollen wir nicht. Ich finde es einfach scheiße, dass uns in die Rechte einschneiden und überall schon mittlerweile Überwachung herrscht. Ja, ich finde es ganz toll, dass heute so viele Leute da sind, so viele junge Leute da sind. Und ich sage jetzt schon danke, dass ihr Verständnis habt für die alten Leute, die auch was sagen dürfen. Danke. ACTA. Das Abkommen gegen Produktfälschungen ist nämlich genau das, wogegen es auftritt. Es ist selbst eine Produktfälschung. Ein Abkommen gibt vor, gesetzt zu sein, gültig zu sein, Recht auf Gültigkeit zu haben, legitimiert zu sein. In Wirklichkeit ein Werk von Lobbyisten, ein Werk von Interessensvertretern, ein Werk von Gruppierungen, die Durchgriff wollen. Durchgriffsmöglichkeit auf Privates, Durchgriffsmöglichkeit auf Daten, Durchgriffsmöglichkeit auf unsere Meinung, Durchgriffsmöglichkeit auf unsere Publikationen. Die Drahtzieher haben in geheimen Sitzungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit etwas zusammengebraut, das uns überrumpeln soll. Politikerinnen sollen unterschreiben oder haben schon unterschrieben, was sie selbst oft nicht durchschauen, sollen, wollen oder können und es trotzdem nicht der Mühe wert finden, es zu analysieren. Sie sollen uns glauben machen, dass wir nur in unserem eigenen Interesse geschützt werden sollen, vor Piraterie, vor Urheberrechtsverletzung. Ein Abkommen soll angeblich verhindern, was der Verwertungsindustrie nicht gefällt. Ein Abkommen soll uns behindern in unseren Grundrechten. Das World Wide Web soll zum gefilterten, kontrollierten, ein- und ausschaltbaren Zensurweb werden. Das Internet ist vielen zu frei geworden, zu schnell, zu individuell, zu wenig kontrollierbar. Sie wollen uns abdrehen können, wenn ihnen nicht gefällt, was wir diskutieren, was wir austauschen, was wir kopieren, was wir veröffentlichen, was wir zugänglich machen. Sie wollen entscheiden können, wenn es ihnen in den Kram passt, was wir lesen, was wir sehen, was wir downloaden, was wir nutzen, was wir erreichen können. Der politischen und der privaten Repression und Zensur werden die Tore geöffnet. Wir sollen alles möglichst nicht merken. Wir sollten hintergangen werden. Wir sollen nicht mitreden. Wir sollen nicht mitgestalten. Wir sollen nicht merken, dass es sich um einen Angriff auf unsere Freiheit handelt, dass wir ausgehorcht, abgegriffen und gescannt werden. Dass wir keine Privatsphäre mehr haben, dass wir durchleuchtet werden. Wer Privatsphäre will, könnte Produktpirat sein, könnte Kinderpornoproduzent sein, könnte Terrorist sein. Wer Privatsphäre will und noch Freiheit dazu, ist verdächtig, steht unter Generalverdacht, muss gezielt erfasst und geprüft werden. Es geht nicht nur um ACTA, es geht nicht nur um Produktfälschung. Es geht um Grundsätzliches. Wie viel Freiheit haben wir in einer vernetzten Welt? Wie viel Dynamik darf eine vernetzte Welt haben? Wie viel Teilhabe wird uns in dieser Welt zugestanden? Schon klar, Informationen werden mit der Weite des Netzes... Geht's jetzt? Geht das Mikro besser? Super. Wir fangen aber nicht wieder von vorne an. Braucht ihr nicht bitten. Es geht nicht nur um ACTA, danke vielmals. Es geht nicht nur um Produktfälschung, es geht um Grundsätzliches. Schon klar, Informationen werden mit der Weite des Netzes immer schneller transportiert. Das ermöglicht Transparenzen, das ermöglicht Organisation, das ermöglicht Offenheit. Aus lange im Voraus angemeldeten Demos könnten spontane Politmobs werden. Aus Nacht- und Nebelrazzien können schnell bekanntgemachte Übergriffe der Behörden werden.
Aus heimlichen Abschiebungstransporten können spontane Blockaden werden. Aus frechen Abzockeversuchen können von Userinnen generierte Schnäppchentipps werden. Aus gezielten Falschmeldungen können durchschaute Manipulationsversuche werden. Das wollen bestimmte Lobbys in unserer Gesellschaft nicht. Das wollen sie verhindern. Der Artikel 19 der Menschenrechtserklärung sagt ganz klar: Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Deshalb ist es dringend angebracht. Erstens, wir müssen uns zur Wehr setzen. Es ist zynisch, unter dem Vorwand des Datenschutzes Zensur vorzubereiten. Es ist falsch, unter dem Vorwand des Urheberrechts Menschen auszuspionieren. Es ist kriminell, unter dem Vorwand des Verbrechensschutzes alle als potenzielle Kriminelle abzuspeichern. Zweitens, wir müssen aufklären. Viele in unserer Gesellschaft sind ahnungslos. Vorratsdatenspeicherung, Bundestrojaner, Terrorismusbekämpfung, Kinderpornojagd, ACTA, SOPA, PIPA. Für viele ist das alles viel zu wenig durchschaubar. Viele glauben, es wird schon nur die Richtigen treffen. Viele realisieren nicht, dass es um die Grundrechte von uns allen geht. Drittens, wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Die Lobbyisten, die am liebsten unsere Gesellschaft fernsteuern möchten, wollten die Politik, die Demokratie aushebeln, kalt umgehen. Das werden sie auch weiter mit allen Mitteln versuchen. Viertens, wir dürfen nicht naiv sein. Wenn manche Politikerinnen jetzt meinen, sie hätten nicht genau gewusst oder verstanden, was sie da unterschreiben sollten oder schon unterschrieben haben, so sind sie entweder Lügnerinnen oder sie sind fahrlässig naiv. Beides ist für gewählte Volksvertreterinnen nicht tragbar. Fünftens, wir müssen für Offenheit und Freiheit eintreten. Nur ein offenes und freies Netz ermöglicht den Austausch offener und freier Gedanken. Demokratie verlangt offene Medien für alle. Wir müssen dafür eintreten, wir dürfen uns das nicht nehmen lassen, wir müssen den freien Austausch sicherstellen. We are what we share. Danke. Danke, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid und danke, dass ihr der Kämpfe so tapfer trotzt. Ich finde das ganz super, wirklich. Salzburg, das war ein lässiger, leibender Protest. Ihr wart's großartig. ACTA sieht grundlegende Menschenrechtsverletzungen vor. Niemals dürfen wir als Souverän dies zulassen. Absolut niemals. Dieses Abkommen erlaubt eine enorme Menge an Menschenrechtsverletzungen. Ich bin kein Anwalt und kann das alles nur mit meinem Laienverständnis erfassen, aber aus meiner Sicht sieht das Ganze danach aus, als wären hier grundlegende Menschenrechtsverletzungen vertraglich gestattet. Niemals dürfen wir das zulassen. Grundsätzlich. Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass es für Menschenrechte, dass die nicht immer und überall gelten, wenn ein überwiegendes Interesse des Staates oder der Gesellschaft daran besteht, Menschenrechte einzugrenzen, dann kann man das machen. Die Europäische Menschenrechtskonvention, auf die ich mich jetzt beziehen werde, die EMRK, macht das über Ausnahmen. Zum Beispiel der Strafvollzug ist ein klassisches Beispiel, das eigentlich Freiheitsberaubung darstellen würde, aber dafür gibt es eine Ausnahme, die sagt, der Strafvollzug fällt nicht
unter die Menschenrechte oder da gelten eingeschränkte Menschenrechte. Ein anderes Beispiel wäre Präsenz oder Zivildienst. Auch hier bin ich der Meinung, dass das eigentlich unter Zwangsarbeit bzw. Sklaverei-Paragrafen fallen würde. Aber auch hier wiederum gibt es eine Ausnahme. Die EMRK sieht hier eine Ausnahmeregelung vor und erklärt das nicht zur Menschenrechtsverletzung. Wenn die Musikindustrie so etwas mit uns machen möchte und unsere Menschenrechte beschneiden, dann bräuchte es wirklich triftige Gründe und das überwiegende Interesse der Gesellschaft daran. Und das ist nicht so. Es geht mir hauptsächlich um die Verwertungsgesellschaften. Hans Zeger von der AG Daten hat neulich gesagt, hat die Kopierindustrie als Kopierindustrie bezeichnet, also die. Die Content-Industrie oder die eigentlich die Vertriebsgesellschaften, Verwertungsgesellschaften als Kopierindustrie bezeichnet. Und wenn man darüber nachdenkt, dann passt dieser Begriff sehr gut. Denn das Geschäftsmodell dieser Firmen ist es, Kunst von Künstlern zu kaufen oder zu lizenzieren und dann zu verkaufen, zu kopieren. Das hat ursprünglich einmal sehr gut funktioniert, das war ein sehr plausibles Geschäftsmodell, als wir noch Datenträger hatten, die Menschen nicht zu Hause selbst kopieren konnten. Als es noch Schallplatten gab und die Leute nicht in der Lage waren, sich selbst ihre Datenträger herzustellen und zu bespielen, war das ein prima Geschäftsmodell. Mich erinnert das allerdings immer an die Hufschmiede. Ich kann mir vorstellen, dass für die Hufschmiede global die Erfindung des Autos eine ziemliche Katastrophe gewesen sein musste. Die Hufschmiede hätten damals gut argumentieren können, wir dürfen das Auto nicht einführen, denn es gefährdet akut unsere Arbeitsplätze. Mit diesem Argument tritt heute die Musikindustrie auf. Außerdem sind wir nicht die Melkkuh der Nation. Es scheint bei den Kopierindustrien der Meinung vorzuherrschen, dass alles, was geklaut würde, ansonsten gekauft worden wäre. Das stimmt nicht. Der überwiegende Teil der Kunst, die Menschen besitzen und die sie sich frei kopiert haben, besitzen sie nur deswegen, weil sie sich frei kopieren konnten. Achter zum Beispiel sieht vor, dass sich die Kopierindustrie Ersatzforderungen stellen könnte und es lässt dabei offen, ob Ersatz gefordert werden kann für den tatsächlich entstandenen Verlust, also für das, was die Leute ansonsten wirklich gekauft hätten, oder ob der volle Ersatz verlangt wird im Sinne für den Ladenverkaufspreis von jedem Lied zum Beispiel, das auf einer Festplatte war. Die Kopierindustrie denkt offenbar allen Ernstes, die Menschen würden den ganzen Content, den sie raubkopiert besitzen, sonst tatsächlich kaufen. Ich habe die These, dass die Menschen nur einen bestimmten begrenzten Anteil ihres Einkommens für Unterhaltung ausgeben. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn die Kopierindustrie versucht, hier massiv mehr abzusahnen und wie sie sagt, Arbeitsplätze zu schaffen, dass sich dann negativ das für den Rest der Industrie auswirken wird. Soll heißen, alle Spieler auf diesem Feld werden dann weniger verdienen, denn es gibt nur einen Kuchen und der ist mehr oder weniger fix. Und ich glaube nicht, dass drakonische Strafen, Netzsperren und was alles Akta noch so alles vorsieht, tatsächlich dazu führen würden, dass die wesentlich mehr Einnahmen hätten. Wenn die Menschen für ihre MP3s, die sie heute gratis auf der Festplatte kopiert haben, zahlen müssten, könnten sie eben weniger Geld für Kunst ausgeben oder für Kino oder für andere Einrichtungen, wo sie derzeit ihr Geld ausgeben. Aber es würde insgesamt nicht mehr werden. Daraus kann man sehen, dass das Ganze maximal ein Nullsummenspiel ist. In Wirklichkeit ist es so, dass wir alle auf den Schultern unserer Vorgänger stehen. Wir alle profitieren davon, was viele Generationen vor uns herausgefunden wurde, das Wissen, das angesammelt haben, unsere Vorväter angesammelt haben. Wir nutzen es aktiv und mehr oder weniger gratis, um Neues daraus zu schöpfen. Es ist notwendig, dass man Zugriff hat auf die Leistungen der Menschheit, auf die Produkte der Menschheit, um Neues kreieren zu können. Großen Fortschritt gab es immer dann, wenn die Menschen die Resultate der anderen Menschen frei weiterverwenden konnten, um sie neu zusammensetzen zu können und um sie als Basis für weitere
Erkenntnisse zu verwenden. Acht ertragte danach, uns diesbezüglich in eine neue Eiszeit zu führen und uns kulturell zu berauben. Denn was wird übrig bleiben, wenn keine Inhalte mehr geteilt werden können? Linux! ACTA führt zu einer kulturellen Verarmung der Gesellschaft. Somit behaupte ich sogar, dass ACTA effektiv Arbeitsplätze kosten wird, nur um jetzt bereits Vermögende noch weiter zu bereichern. Wir als Gesellschaft können daran nicht das geringste Interesse haben. Ich behaupte also, dass der ACTA-Vertrag versucht, die Verletzungen von vier verschiedenen Menschenrechten zu regeln. Zumindest trachtet ACTA danach, diese Rechte zu unterhöhen. Im Einzelnen, Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention, das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Das Recht auf Freiheit und Sicherheit garantiert uns grundsätzlich, dass wir uns frei bewegen können. Wenn wir sagen, wir sind in einem freien Land, wir sind frei hinzugehen, wo wir wollen, dann fällt das unter das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Ich beanspruche, dass dieses Recht auch für das Internet zu gelten hat. Denn auch im Internet bewege ich mich. Ich bewege mich virtuell, aber ich bewege mich im Internet. Und wenn jemand eine Netzsperre einführt, dann ist das Freiheitsberaubung. Das ist eine Menschenrechtsverletzung. Artikel 6 der IMLK garantiert ein Recht auf ein faires Verfahren. Auch hiervon ist überhaupt nichts zu sehen bei ACTA. Im Gegenteil, die Provider sollen Henker und Richter in einem sein. Es soll uns das Recht auf die Freiheit im Internet genommen werden und kein Richter ordnet es an. Irgendwelche Privatunternehmen sind unsere Henker. Das ist die Menschenrechtsverletzung Nummer 2. Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention gewährt das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. Die Musikindustrie und die Kopierindustrie würden am liebsten hinter mir in meinem Wohnzimmer sitzen, mir über die Schulter schauen und dabei zusehen, was ich surfe, um kontrollieren zu können, ob es sich nicht vielleicht um lizenzpflichtige Inhalte handelt. Das wollen sie tun. Sie wollen unseren Internetablick kontrollieren. Sie wollen eure Kommunikation überwachen und selektieren, was ihr mit wem übertragen könnt. Das ist die dritte Menschenrechtsverletzung. Und Artikel 10 der EMRK garantiert die Freiheit der Meinungsäußerung. ACTA will den Weg bereiten für umfangreiche Zensurmaßnahmen. Sie wollen es finden und wegmachen können und sie finden es in unserem Datenstream, in unserer Internetverbindung. ACTA sieht wahnwitzigste Menschenrechtsverletzungen vor. Niemals dürfen wir als Souverän dies zulassen. Absolut niemals. Also, die Demo ist hiermit offiziell beendet. Herzlichen Dank fürs Kommen an euch alle. Ich bin total überwältigt, dass bei dieser Kälte so viele Leute für ihre Rechte auf die Straße gehen. Ich bewundere euch dafür. Danke, Leute. Danke.